Jo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ja, wir sind jetzt kurz vor Leafas Baum, geh einfach mal rein. Und ich sage euch, ab jetzt fängt eine richtig geile Musik an. Die ist so episch und Bombe, ey. Ich liebe diese Musik, ey. Genau die ist so geil, ey. Leafa, Baum des ewigen Lebens. Ja, da sind wir jetzt. Der Ort, der geschützt ist von der Barriere. Der Nebel ist hier viel dichter. Dann stimmt es wohl, dass die Leute sagen, dass hier der Nebel entsteht. Bumm. Geht's? Ja, es geht schon. Aua. Ah, was war denn das gerade? Das ist die Barriere. Hat es wehgetan? Du bist doch womöglich nicht verletzt. Ach was, ich habe gar nichts gespürt. Und trotzdem scheiße, oder? Lieber Alko fragen. Sie ist also durch die Kraft einer Bestie versiegelt. Starke Sache, und wie hebt man diese Versiegelung auf? Alko bittet einfach die Bestie aufzuhören. Wir Espa können über unser Horn mit Bestie und Tieren unsere Gefühle austauschen. Und Alko wird sie jetzt rufen. Also passt auf. Abracadabra, Fidibus, empfange das Licht meiner Seele. Die Seele aus den Tiefen der Sterne, erhöre meinen Wunsch. Aus den Tiefen meiner Seele. Bumm, kaputt. Rubin. Das war's auch schon. Jetzt können wir weitergehen. Das ging ja schnell. War das vorhin der Zauberspruch, um den Bann aufzuheben? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich ja nur auf ihr Horn konzentrieren, um ihre Gefühle der Bestie mitzuteilen. Und wozu dann der Spruch? Eigentlich wollte nur mal etwas Eindruck schinden. Eigentlich ging der Zauberspruch noch viel länger, aber da wir so in Eile waren, habe ich ihn einfach verkürzt. Ich konnte weder etwas hören noch fühlen. Na dann wollen wir mal los. So, wir haben ja einen wunderschönen Rubin bekommen. Ja, mit dem können wir Karfunkel lernen, aber wir haben ja noch nicht mal Fenrir fertig. Wobei der aber Refleck enthält. Phönix müssen wir auch lernen. Also wir haben noch ordentlich zu tun und generell haben wir noch relativ viele Sachen. Sie macht gerade mal das Vita, obwohl es eigentlich sinnlos ist. Shell kann sie auch noch machen. Gift und Galle macht sie ja gerade. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Bin ich doof? Also immer Regina auf jeden Fall kriegt sie. Gift und Galle und das war's dann erstmal. Haben wir auch noch irgendwas, was man brauchen könnte? Herz aus Stein? Nee, fügt man. Nee. Manuiden, Weihrauch, Untoten. Vielleicht mal reinnehmen, weil der Ort sieht mir schon so ein bisschen untot aus. Arsene Lupin, finde ich, hat bis jetzt noch gar nicht wirklich großartig genützt. So, sie hat jetzt erstmal nichts mehr. Hau den Lukas hat er jetzt nur noch. Was hat der für eine Waffe? Er hat halt Gemara, aber wir greifen ihn sowieso mit Vivi nicht an, wenn dann zaubern wir sowieso nur. Ich weiß nur, dass der Ort ziemlich scheiße ist. Jedenfalls der Anfang des Ortes hier. Die Wurzeln zu rennen, wie so ein Behinderter. Ah, bis jetzt ohne Monster. Ja, da haben wir es auch schon. Ah, Mann. Mal gucken, was uns hier auf uns wartet. Ah, die peitschende Weide aus Harry Potter. Schnauze. Wir kriegen erstmal Fenrir ab und Feuerer und dann müsste es eigentlich gewesen sein. Erstmal zack! Und da sie ja immer Regina drin hat, von daher. Die anderen werden sicherlich auch noch immer Regina bekommen, immer. Mann, die Fliegen nerven mich hier. Bam! Ich glaube, Vivi wird der Weide jetzt den Rest geben. Feuerer! Tot. T.O.T. 500 Punkte hebt die. Damit steigen Eiko und Kitty fast aufs nächste Level. Welches Level ist denn Eiko überhaupt? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. 21 ist sie. Achso, na dann. Einfach mal weitergehen. Was bist du denn? Achso, bist du eine Blume?
Mach eine Blume und Schwerenkampf. Meine Güte. Das geht überhaupt nicht auf den Sack. Und wieder die Peitschen, weil sie sieht man an der Kameraführung. Oh, doch nicht. Oh. Oh, die sind ja auch schon lange her. Holen wir mal Ramu hier. Ja, sägt mich nieder, ihr blöden Pissnaken, du. Verdonnerung! Ich sag ja, Ramu, der taucht nicht gerne auf. Der macht lieber die Kurzvariante. Vielleicht mache ich mal so ein Special-Video, wo ich euch mal einfach mal alle Bestias zeige. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay, wir brauchen Fenrir noch. Obwohl es eigentlich auch sinnlos wäre jetzt. Oh, scheiße, das heißt Jetzt brauche ich 30 MP für ein Monster, was sowieso fast tot ist. Das war jetzt uncool, aber naja, egal. Troll der Natur, der zeigt sich öfter. Aber ich glaube, der hat zwei Aufruf-Sequenzen. Ich glaube, der hat zwei. Es gibt noch eine zweite. Ich weiß aber auch nur die eine. Aber ja, ich weiß jetzt von den zwei. Ich glaube, der Pilz ist tot. Was? LOL. Der liegt immer vor Elvus. Och nö. Blind. Der kriegt's ab. Ja, wie brauchst du... Ach so, alle oder was? Ja, mich trifft's nicht. Natürlich, der angreift, trifft nicht. 1500, ey. Ja, meine Runenklingel, die haut schon rein, ey. Toll, alle blind, ey. Ah, die geben auch nicht Punkte. Ja, alle steigen Level auf, nice. Alle steigen erstmal hier Level auf. Ey, da muss ich erstmal heilen hier. Scheiße. Augentropfen. Haben wir ja genügt von. Dann nehmen wir mal den Vita. So, reicht der erstmal. Halt, wir brauchen mal einen Aether, weil jetzt habe ich natürlich von Alko fast alle MP verbraucht. Für Fenrir verbraucht er schon 30. Ich glaube, Phoenix wird sogar 40 verbrauchen, wenn es soweit ist. Ich glaube, Phoenix verbraucht das meiste. Ja, da werden noch andere Schwergewichter kommen. Auch bei Kitty schon noch, die ja was noch für Bestias kommen werden. Deswegen habe ich das nämlich bei Zidane ausgewählt, weil das sind ja Untote, die sehen halt aus wie Untote. Genau deswegen habe ich es gemacht eigentlich nur. Blitzra erstmal. Aua, halt mal auf, der klatscht, das tut weh. Volle Breitseite aufs Maul! Oh, naja. Oh, sie dann killt den anderen jetzt, ja, wie macht er den kalt? Tot. Da, Sieg auf ganzer Länge. Und die gehen auch ordentlich Punkte, wie ihr seht. Adrenalin ist fertig, nice. Und G bringen wir auch ordentlich. Talisman, ich glaube, das war für... ich weiß gar nicht, für welche Schadensveränderung das mal war. Oh, ich hasse die. Manche Kameraführungen sind scheiße. So. Jetzt sind wir im Liefers Baum drin, ne? Beziehungsweise fast. Oh, Zelten! Geil, wir haben noch 39 Stück. Ich habe eben draußen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, noch mal eins benutzt, weil wir halb angeschlagen waren. Speichern könnte ich ja auch mal wieder. So.
die erste Datei hier. So. So. Weiter geht's im Text. Ich kann schon mal so weit spoilern, der Baum wird der letzte sein, bevor CD2 endet. Das ist ja recht beeindruckend hier, wer das wohl alles gebaut hat. Ja, gar keiner. Komm schon, hier drüben, sag mal, geht's noch? Der kann schon nicht mehr. Wie könnt ihr nur alles so schnell auf diesen rutschigen Wurzeln laufen? Du bist echt so tollpatschig, wie du aussiehst. Der Ort sieht nicht gerade einladend aus. Vielleicht überlässt du lieber uns Erwachsenen den gefährlichen Teil. Nein, nein, ich werde es schon schaffen. Ich muss es schaffen. Na gut, aber dann bleib immer an dich hinterher, Eiko, verstanden? Danke. Eiko, was ist das hier für ein Ort? Eiko ist auch zum ersten Mal so weit ist, ins Innere vorgedrungen, deswegen weiß ich es auch nicht. Verstehe, hier sieht er auch alles schon uralt aus. Scheiße. Nochmal anfassen. Gut, ich werde mal draufsteigen. David, locker bleiben, Leute. Probieren geht über studieren. Sag auch immer. Tschüss. Es war fast Tage. Scheiße, scheiße. Da ist. Es kommt wieder hoch. Ich denke, es ist relativ sicher. Ich werde einfach mal ganz hinunterfahren. Wenn nichts ist, dann sage ich euch Bescheid und ihr könnt nachkommen. Eiko kommt jetzt mit. Ich will auch mitkommen. Oh, und ich auch. Also gut, dann gehen wir alle gemeinsam. Und tschüss, tschüss. Boah, sieht ja really nice aus, ey. Gut, Leute, wir machen mal Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.